Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition. Im letzten Part haben wir es nicht ganz geschafft, zu Schneewittchen vorzukommen. Warum bin ich jetzt wieder hier unten? Letzte Aufnahme ist wieder eine Woche her. Bin ich wirklich hier runtergegangen? Ah ja, stimmt, hier war noch. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Okay. Okay, also hier für Schneewittchen muss ich von hier hinten kommen. Also wir gehen dann hier so rüber. Das heißt, wir gehen da jetzt so rum. Okay. Hoffen wir mal, dass der Weg dieses Mal klappt. Und wir nicht wieder irgendwo an irgendeiner blöden Bergkette festhängen. Und hey, wer ist denn da schon wieder? Hallo, gabst du an? Danke. Achtung, der jumpt gleich wieder. Doch, nicht? Okay. Hab mich geirrt. Hallo. Guter Bogenschütze, danke. Ich dachte, der würde jetzt jumpen. Hab mich geirrt. So, und dahinter dann hier hoch jetzt. Da. Genau. Von hier aus markiere ich dann mal den Riss hier, weil der ist unser erstes Zwischenziel. Abgesehen davon, dass Risse Machtpunkte geben und Machtpunkte sind gut. Haben wir ja schon mal erörtert. Ich hoffe, wenn wir dann wieder in der Himmelsfesten sind, können wir diese Quest mit der Göttlichen weiterverfolgen. Weil das wäre halt echt cool, wenn wir Cassandra zur Göttlichen machen könnten. Das kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Vor allem, zumindest nicht nach dem Bild, was man so von der Göttlichen über die Dragon Age Spiele so kriegt. Und dann so Cassandra. Es war dann... Es wirkt irgendwie nicht so richtig. Die sind nicht scharf, okay. So, und da ist der Riss. Der sich gerade auch aktiviert hat, wie ich sehe. Okay, natürlich spawnen alle Ads da hinten. Also Dämmer des Zorns, Schemen und noch ein Schemen. Dann gehen wir erstmal auf die kleinen Ads. Bevor die wieder nerven. Denn bis der Dämmer des Zorns da ist, dauert es eh noch. Waren das schon alle? Anscheinend. Okay. Die waren ein bisschen schnell tot. Nicht, dass ich ihn rumnehmen hätte. Hat der gerade auf mich geschossen. Was für ein Level hatten die denn gerade, bitte? Nicht drauf geachtet. Oh, lol. Der steht. Ach, der steht doch noch. Wieso hab ich nicht mal dieses hier gehört? Na, egal. So. Also, dann. Bauen wir dich mal dahin. Du kommst schnell hier hin und machst knapp zu spät den hier. Ich mach's trotzdem noch. Dass sie halt so langsam ist auch im Kampf. Target, Leute. Target. So, und jetzt noch du. Stirbst. Hallo? Danke. Da hat der Riss einen kurzen Delay gehabt. Aber hey, sei es drum. So, nächster Punkt ist dann da die Sehenswürdigkeit. Wo kommen wir da überhaupt hin? Die ist da oben, glaube ich. Oder doch nicht? Na, sehen wir gleich. Ich muss gleich niesen. Ich liebe Mikros, die man mit einem Knopfdruck muten kann. Ah, nee, da sollte man... Achso, das ist hier nur wieder so eine Wegmarke. Adruils Botin. Andruils Botin. Diese Buchstabenkombination ist irgendwie beliebt bei so Fantasy-RPGs. Wir haben hier Aldruin, dann haben wir in Skyrim Alduin, dann haben wir in Warcraft Anduin. So, dann der Questmarker. Hier ist das nächste Ziel. Wieso greifst du jetzt... Wieso greifst du die Halla an? Ich habe W gedrückt. Killen wir sie halt kurz.
Leg den Stab weg, danke. Oh, hi. Nee, lohnt sich nicht. Vivian hat bereits ihren AOE reingesammelt. Das ist ein ziemlich guter AOE, würde ich anmerken. Also dieser Schneesturm ist halt hart, GG. Alte Schriften. Oh, muss ich mal an. Was ist der Questmarker? Nee. Wie sind unsere Leute eigentlich hier? Nee, halt, das sind nicht unsere, das sind die von... Ja, never mind. Schon kapiert. Ach, muss ich mal an. Also hier bei den Banditos... Wo kommst du jetzt her? Darf ich nicht vergessen zu looten? Nicht, wie ich es angeblich bei beiden Riesen gemacht habe, wo ich zwar gerade keine aktive Erinnerung habe, aber bei Sachen, die man vergisst, ist das ja ab und zu mal so, dass man daran keine aktive Erinnerung hat. Wieso ist das schon wieder alles vollgekotzt mit Untoten? Haben wir doch eben erst durchgelaufen. Was für eine Spawn-Rate haben die bitte? Ist er tot? Ich glaube, der ist tot. So, da. Er ist irgendwie da hinten rum. Wenn ich da rumlauf. Auf jeden Fall mal noch mehr Gegner. Und hallo, Arcana Schrecken. Hallo, bleibst du bitte stehen? Ich kann es aber gerade noch nicht angreifen, er hat gerade noch Akku auf den NPC da hinten. Das heißt, ich nehme mal noch kurz den Arcanen Schrecken. So, und jetzt auf alle auf den da bitte. Alle auf den da. Alle auf den da, habe ich gesagt. Danke. Haut ihr doch jetzt mal ab. Ich habe immer noch gesagt, alle auf den da. Ich will die Commands aus Dragon Age 1 und 2 wieder haben. Kommt ihr jetzt schon wieder her? Du sollst dich umdrehen! Dreh dich verdammt nochmal um jetzt! Danke! Meine Herren! Ey, diese Dreckssteuerung nicht, das Spiel wäre so geil! Ringsamt. So. Jetzt kommt da hinten schon wieder angeschissen. Ja, komm doch. Ich kill dich auch noch. So, das ist hier noch. Leichnam, Herz, von mir aus. So, und da hinten müsste jetzt dieser Questmarker sein. Steck du bitte mal den Stab weg. Danke. Steck den Stab weg. So, und hier ist der Questmarker. Rebellen, Magier. Ich hasse sie allesamt. Das war eine famose Vorstellung, Inquisitor. Meine Männer konnten die Horde kaum in Schach halten. Bastien Poul, Marschall der großherzoglichen Truppen hier in den Dales. Ja, dann sag mal das denen mal. Der Krieg ist vorbei. Gespard wird niemals Kaiser. Was? Das kann nicht sein. Wir können immer noch kämpfen. Gespard ist der rechtmäßige Thronfolger. Nein, es ist vorbei. Und wir werden dafür bezahlen, dass wir den Usurpator unterstützt haben. Sagt man, spricht man vom Usurpator nicht erst, wenn der Thron wirklich besetzt ist? Na egal. Ich habe die Toten von den westlichen Wällen vertrieben. Wirklich? Beim Erbauer, wenn ihr die Wälle zurückerobert habt, gibt es noch Hoffnung für uns. Ich würde ja unsere Truppen außerhalb der Dales warnen. Aber angesichts des Chaos kommen unsere Boten nicht durch. So unpraktisch. Dämonen.
Diese verfluchten Freikämpfer oder wie sie sich nennen. Die Risse sind weg. Die Risse ins Nichts sind weg. Ab sofort dürften euch keine Dämonen mehr behelligen. Nun, da die Dämonen weg sind, können wir unsere Kommunikations- und Nachschublinien wieder aufbauen. Der Krieg mag verloren sein, aber wir können uns dennoch mit Würde zurückziehen, als Soldaten. Aha, was mit denen ist eigentlich? Ich habe etwas über die Freikämpfer der Dales gehört. Was wisst ihr über sie? Das ist eine Bande von Verrätern. Alles Schwächlinge. Dachten, der Krieg besteht nur aus ein, zwei Scharmützeln und dann geht's wieder ab zu Muttern. War aber nicht so. Also sind sie abgehauen und haben sich dem Erstbesten angeschlossen, der ihren Wankelmut für akzeptabel hielt. Jetzt wollen sie Unabhängigkeit, um nochmal ganz neu anzufangen? Lächerlich. Aha. Steht hier was Interessantes? Nee. Ich gehe dann jetzt mal. Guten Tag. Ja, haben wir das. Das hier ist auch ein Schnellreisepunkt. Das ist eine Sehenswürdigkeit, die nehmen wir noch kurz mit. Die müsste da oben oder so sein. Hab Dank. Es war mir eine Verlust. Im Chaos über die Watte reißt. So, hier irgendwo, genau. Fort Reversa. Kann ich hier oben rum irgendwie abkürzen? Ich will nicht den ganzen Ding nochmal runterlatschen. Leicht. Sieht gut aus. Ah, ne, es geht zu weit runter. Never mind. Okay. Dann laufen wir wohl wieder. So, okay. Nächstes Target ist dann... Wir versuchen mal hier nach oben zu kommen. Sollte es von hier aus jetzt eigentlich gehen. Und das Lager dann mal einnehmen. Und dann gehen wir zu dem Eiswübern. Natürlich. Ich hasse es, auf den Tod zu warten. Hier ist die Tür. Huch, was haben wir da? Achso, Schnellreisepunkt. Der ist praktisch. Oder ist es aktuell noch nicht, aber wird es vermutlich werden. Und selbst wenn nicht, Schnellreisepunkte sind immer gut zu haben. Ermöglicht einfach ein bisschen Flexibilität. Ich werde nochmal wieder ein paar Waffen herstellen. Ich habe keine neuen Rezepte bekommen, glaube ich, oder? Doch, ich habe ein paar Rezepte bekommen, glaube ich. Hoffentlich bleibt es jetzt mal eine Weile ruhig. Ein paar Level 3 Rezepte werden mal gut. Siehst du? Sogar Ingame nerven die Fliegen schon. Was sind das für Dinger? Also Türme, klar, aber wofür? Wieso sind da Fragezeichen? Uah! Dachkatak ist ein bisschen schneller runter. Also wenn in jedem Turm ein Fragezeichen ist, das fällt dann doch ein bisschen auf. Moment, das gucken wir nochmal ein bisschen genauer an. Wir haben keinen Schuppen dabei. Aber wie ist es jetzt mal frei? Ist es mal für die Karte freigeschaltet? Und dann ab zum Lager. Und dann tauschen wir mal Vivian gegen, ich glaube, Varric. Mach mal. Da kann ich eine Quest reinnehmen. Oder eine Quest, einen Auftrag erteilen, besser gesagt. So, erstmal die Wölfe, die da oben dürfen sich mal gerade noch kloppen. Wobei, nee, jetzt wenn ich jetzt eh schon hier bin, dann mache ich erst noch den Wyvern und dafür will ich lieber Vivian haben. Leute, Target. Nice one, wenigstens einer kann irgendwas. Hier hin und dann so. So. Und Chance sauber. Au. Er schießt. Achso, wieder so ein scheiß Schäden, die sehe ich immer nie. So. Sag gute Nacht. Meine Herren, so. Trinken. 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 Davon ist eh gleich ein Lager, von da ist es wurscht. Lass mir jetzt alles raushauen an Ressourcen. Warte, bin ich jetzt wieder auf der Seite vom Berg? Ja, bin ich.
Das heißt, wir wollen jetzt hier da unten so rum. Ist ein Durchgang da unten? Ein Großteil des Krieges zwischen Gespard und Selene wurde hier ausgefochten. Und das sieht man auch. Nee, doch nicht. Ja, da hat man eben auch die Soldaten von Gespard gesehen. Achso, lass mich raten, das ist der Auftrag, den ich auf dem Kartentisch ausgeben kann. Ja. Wir könnten Soldaten rufen, um hier durchzukommen, wenn ihr wollt. Ich guck nur, ob ich nicht irgendwie anders durchkomme. Aber Karte sagt was anderes. Nee, das sieht schlecht aus. Ey. Das heißt, ich darf jetzt zurück. Und hier bin ich ja auch nicht durchgekommen irgendwie. Nee, na toll. Das heißt, ich darf jetzt an den Kartentisch gehen, den Auftrag geben und dann wieder hierher kommen. Könnte aber gerade gut sein, dann kann ich am Kartentisch nämlich gleich noch andere Aufträge geben. Weil die ganzen Berichte haben jetzt ja auch wieder, also dann daher, ja. Würde ich mal sagen, jetzt ich hier einen kleinen Schnitt und wir setzen und wir sehen uns dann gleich am Kartentisch. Bis gleich. Hier ist ein Questmarker. Beric? Womit kann ich dienen? Ach ja. Ich habe eure Geschichte des Champions gelesen und hätte ein paar Fragen dazu. So geht es den meisten. Nur zu, schießt los. Anscheinend wurden schon alle beantwortet. Man sieht sich. Cassandra hat gesagt, sie bringt mich um, wenn ich es ihm sage. Ach komm. Womit kann ich dienen? Cassandra wartet auf den nächsten Band von Schwerter und Schilde. Ich muss was an den Ohren haben. Das klang gerade, als hättet ihr gesagt, Cassandra würde meine Bücher lesen. Ja. Genau das habe ich gesagt. Ich verliere wohl langsam den Verstand. Wartet, ihr meint diese Schmonzetten? Da kann sie lange warten. Ich habe nicht vor, den nächsten Teil fertig zu schreiben. Das sind die schlechtesten Romane, die ich je verfasst habe. Der letzte Band hat sich gerade mal so gut verkauft, dass ich die Tinte bezahlen konnte. Ach ja, klar, damals gab es ja keinen Buchdruck. Da hat man sowas mit einkalkulieren müssen. Ei. Deshalb war es hier peinlich. Soll ein Geschenk sein. Ach komm. Ich würde Cassandra den nächsten Teil gerne schenken. Oh, kommt schon. Das ist grausam. Das verdient nicht mal die Sucherin. Ihr wollt also, dass ich den neuesten Band meiner schlechtesten Romanreihe fertig schreibe? Für Cassandra. Die Idee ist so schlecht, dass ich es beinahe tun muss. Unter einer Bedingung. Ich will dabei sein, wenn ihr ihr das Buch überreicht. Ach komm. Das lässt sich einrichten. Dann mache ich mich gleich an die Arbeit. Wisst ihr, der Umstand, dass das Buch lausig ist, macht es irgendwie interessanter. Ja gut, dann ab zum Kartentisch. Sagst du was Neues? Ich glaube nicht, oder? Schön, euch zu sehen. Nee. Wie sehen uns die Leute? Wir haben bei den Adligen viel Wohlwollen erlangt. Und sie werden freundlich daran erinnert werden. Okay. Auf ein andermal. Gebt auf euch Acht. Wir müssen auch nicht jedes Mal rumknutschen. Vor allem, wenn man nur eigentlich nur wegen sowas zurückgekommen sind und gar nicht wirklich vorhatten, hier noch großartig irgendwas zu machen. Na, sei es drum. Kriegsrat. So, Schritt 1, Berichte einholen. Waren wohl keine Inferelden, okay. Dann haben wir einmal hier. Unser Lord Schande. Ne, hätte unser Lord Schande über sich gebracht, indem er... Okay. Ja gut, bisschen Gold. Von mir aus. Hier wartet der Abgrund, das ist das nächste Ziel dann, okay. Einfluss. Und da oben Vertrauen. Ja, ist okay. So, dann jetzt hier. Das machen wir mit unseren Truppen.
Bericht annehmen. Noch nicht. So, das sind alles nur Lappalien-Quests. Das könnte man machen. Die brauchen alle gleich lang, außer du bist ein paar Minuten schneller, aber lohnt sich nicht wirklich deswegen. Dann machen wir mal Kallen das. Inquisitor. Ansonsten Metalle sammeln, Moralverbesserung, Ressourcen. Eine Goldmine. Ach so, na gut. Zwischen Sklaven in den Händen. Zwergische Sklaven in den Händen der Venatori. Das macht mal Liliana, genau. Inquisitor. Verschwundene Klingen von Valokas, die rote Jane und eine gefährliche Ladung. So, da schickt man dich hin. Fangen wir an. So, gut. Dann geht's eigentlich auch gleich zurück in die erhabenen Ebenen. Ich will nur kurz gucken, ob Varric mit dem Buch vielleicht doch ein bisschen schneller fertig geworden ist, als ich gedacht habe. Weil der Questmarker sagte ja bereits, überreich Cassandra das Buch. Ach, sehen wir ja gleich. Schön, dass mir, nachdem ich den Auftrag bereits erteilt habe, angezeigt wird, dass er jetzt verfügbar ist. Kurz Map laden lassen. Danke. Ja, das Spiel zieht ganz ordentlich Leistung und ein Aufnahmeprogramm nebenher laufen, das hilft wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Wobei ich das Spiel ja auch privat spiele, auf einem anderen Charakter und da eigentlich nicht wirklich ein Unterschied zu mit und ohne Aufnahmeprogramm ist, witzigerweise. Plant ihr Strategien? Ich versuche mir vorzustellen, wie es einmal aussehen wird. Das alles gehörte einst zum Reich von Tevinter. Andraste hat das geändert, ebenso wie die Verderbnisse. Doch was als nächstes kommt? Wer weiß schon, wie der Plan des Erbauers aussieht. Ich weiß, wie unser Plan aussieht. Wir machen die Welt zu einem besseren Ort. Weil sich ja auch alle einig sind, was besser bedeutet. Ich weiß, dass ich eine Welt will, in der die Leute auf die Kirche vertrauen und in der dieses Vertrauen gerechtfertigt ist. Ich will Respekt vor Traditionen, aber keine Angst vor Veränderungen. Ich will, dass vergangenes Unrecht wieder gut gemacht, aber nicht gerecht wird. Prima Ansätze. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, ob irgendetwas davon richtig ist, nur weil ich es will. Das ist super, eigentlich. Ja. Selbst wenn diese Ziele nicht richtig sind, so sind sie doch zweifelsohne bewundernswert. Beschissene Antwort. Nicht alle würden dem zustimmen. Einige würden es Ketzerei nennen. Nee. Für mich klang es nicht wie die Herzreden einer Ketzerin, Cassandra. Das mag sein, aber es kostet nur wenig Mühe, selbst einen Akt des Mitgefühls als schändliche Tat auszulegen. Wohl wahr. Verratet mir etwas. Wovon lasst ihr euch leiten? Ihr trefft Entscheidungen, die die Welt verändern. Und doch scheint ihr euch immer so sicher zu sein. Ich wünschte, ich hätte euer Selbstvertrauen. Ihr bewundert mich. Ich folge meinem Gewissen. Ich entscheide spontan. Ich tue, was nötig ist. Das klingt beinahe so, als würdet ihr mich bewundern. Das tue ich auch. Mag sein, dass ich nicht jede eurer Entscheidungen gutheiße. Aber wie viele könnten das tun, was ihr getan habt? Ihr wart eine Gefangene. Angeklagt und geschmäht. Und doch seid ihr aus jeglichen Prüfungen siegreich hervorgegangen. Die Gunst des Erbauers macht euch nicht unsterblich. Ob ihr lebt oder sterbt, hängt von euch selbst ab. Das verdient Bewunderung. Ich glaube, der Satz war gerade ein bisschen unpraktisch formuliert. Ich tue, was getan werden muss. Welche andere Wahl habe ich denn? Ihr macht das, was die jeweilige Situation verlangt. Genau. Denkt doch nur, genau wie bei Andraste vor so langer Zeit, entscheidet nun erneut eine Frau über das Schicksal von Thedas. Es erfüllt mich mit Stolz, euch zu kennen. Weil ich eine Frau bin, würde ich fast sagen wollen, aber sind wir mal höflich. Ich hoffe, wir können einander als Freundinnen bezeichnen. Das hoffe ich auch. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, Inquisitor. Und wo immer er uns auch hinführen mag, ich bin froh, dass ihr hier seid. Gut, nicht der Dialog, auf den ich gehofft habe, aber der war auch nicht schlecht. Man muss echt regelmäßig mit den Gefährten reden, sonst verfasst man sich diesen ganzen Scheiß.
So, zweiter Versuch. Buch. Was habt ihr jetzt wieder angestellt? Schon verstanden, Sucherin. Ihr seid immer noch wütend wegen unserer Auseinandersetzung. Ich bin kein Kind, Varric. Tu nicht so, als hätte ich keinen Grund dafür. Hier ist mein Friedensangebot. Das nächste Kapitel von Schwerter und Schilde. Ich habe gehört, ihr seid eine Bewunderin. Das ist euer Werk. Hört auf, euch zu verstellen, ja. Jetzt tut bitte nicht so, als wolltet ihr es nicht lesen, Cassandra. Nun, wenn ihr kein Interesse daran habt, habt ihr eben kein Interesse. Es muss ohnehin noch ein wenig überarbeitet werden. Wartet! Ihr fragt euch vielleicht, was dem Hauptmann nach dem letzten Kapitel zugestoßen ist. Ihr sollte überhaupt nicht zustoßen. Die Anschuldigungen gegen sie waren haltlos. Nun, es stellt sich heraus, dass der Gardist... Nein, sagt es mir nicht! Das ist der Moment, in dem ihr dem Inquisitor dankt. Immerhin lasse ich normalerweise niemanden schon vorab etwas lesen. Ich danke euch. Geht doch. Seht ihr? So schwer war das doch überhaupt nicht. Ich frage mich, ob ich vielleicht Zeit habe, schon mal den ersten Teil zu lesen. Vergesst nicht, all euren Freunden davon zu erzählen, falls ihr welche habt. Das war es wirklich wert. Sieh an, in dem Buch geht's um Evelyn. Sag ich was Neues? Kann ich euch irgendwie helfen? Nee. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Sieh mal an, um Evelyn geht's in dem Buch. Na, sie... Ich sollte aufhören, Nasi mal anzusagen. Moment, wo geht's hier hin? Ich spawn hier immer, wenn ich von der Weltkarte zurückkomme, aber... War ich hier unten schon mal? Ach, lol, hier... Verbündete bringen auch neue Feinde mit sich. Und jetzt haben wir einen Ort, an dem wir sie einsperren können. Unser Kerker? Sieh mal an. Hier ist noch ein bisschen was freigeräumt werden muss. Ja. Ja, okay. Ich glaube, die Gefängnisse können noch ein bisschen optimiert werden. Kann mich irren. So. Okay, cool. Das ist schon mal ein Ansatz. Was ist eigentlich diese Zahl hier? 50. Macht der nächste Schlag so viel? Macht der nächste Schlag 50 Schaden? Oder kostet 50 Mana? Stackt das irgendwie? Der leider nicht angezeigt. Ich könnte eigentlich theoretisch, wenn ich das Schwert habe, eigentlich auch den da rausnehmen, weil ich benutze das Schwert ja sowieso nur, wenn ich angegriffen werde. Ich kann es auch irgendwann mal wieder rausnehmen und was anderes dafür reintun. Das war ja bei ritterlicher Verzauberung ist mir jetzt darin um die Passiven. Dass ich halt nur 8 Skills mitnehmen kann, ist Bullshit. Es ist halt aus den vorgängigen Teilen gewohnt, bis halt 30 Aktive dabei zu haben. So, jetzt geht's wieder hier hin. So, und da ist jetzt offen, das heißt, wir wollen... Ja, hier hin eigentlich. So. Wir nehmen trotzdem wieder das Magier-Team mit. Ganz einfach, weil Schneewürfern. Dann sehen wir uns im nächsten Part dort. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.